Zittern, schweißnasse Hände und Haare, die zu Berge stehen. Kennen Sie solche Symptome? Ängste wie vor Spinnen, geschlossenen Räumen oder Dunkelheit sind weit verbreitet. Prüfungsangst und also ganz schlimm was bei der Führerscheinprüfung. Wie vor Spinnen. Vor U-Bahn fahren, vor Höhlen, vor Fahrstühlen. Das Einzige, wo ich wirklich Angst habe, sind Mäuse. Herzrasen. Schweißausbrüche, Atemnot, Beklemmung. Bauchweh. Und sie ist nicht alleine. Rund 19% der Deutschen fürchten sich vor Spinne, Schlange oder Vögeln. Damit ist Zoophobie eine der verbreitetsten Ängste. Immerhin wären rund ein Drittel davon bereit, sich für 10 Millionen Euro ihrer Angst vor bestimmten Tieren zu stellen. Wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Lotterie Eurojackpot herausfand. Mut hat einen Preis, das zeigt unsere Umfrage sehr deutlich. Denn viele Menschen sind doch bereit, ihre ureigensten Ängste zu überwinden, wenn ihnen dafür ein finanziell sorgloses Leben winkt. Noch häufiger ist ein anderer Horror, denn 22% der Deutschen bekommen beim Reden vor Publikum oder in Prüfungssituationen Schweißausbrüche. Die Hälfte von ihnen würde für viel Geld allerdings über die eigenen Grenzen gehen. Der Pulsbeschleuniger Nummer 1 der Deutschen ist aber ein anderer. Akrophobie oder die Angst vor Höhe ist mit 29% die größte Angst der Deutschen. Winkt das große Geld, sind davon rund 40% bereit, sich ihrer Furcht zu stellen und mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen. Ein Millionengewinn kann Menschen also über sich hinauswachsen lassen. Und auch wenn Geld allein nicht alles ist, kann es doch eine entscheidende Motivation sein, die eigenen Ängste zu überwinden.